Generaloberst Alexei Lisitschew, Botschafter Pjotr Abrasimov und weitere Persönlichkeiten haben sich zur Begrüßung eingefunden. Nach russischem Brauch reicht die Lehrerin Maria Poltkovnikova Erich Honecker Brot und Salz. Herzlich willkommen. Nach der Besichtigung moderner Bewaffnung und Kampftechnik begleitet Armeegeneral Saizew Erich Honecker und die Mitglieder der Partei und Staatsführung in das Ausbildungsgelände. Ein Gardistentruppenteil erhält den Auftrag, im Zusammenwirken mit Panzer, Artillerie und Fliegerkräften den Gegner in seinen Stützpunkten zu vernichten. Die mit Artillerievorbereitung beginnenden Handlungen werden von Erich Honecker und den Mitgliedern des Politbüros des ZK der SED, Willi Stoff, Vorsitzender des Ministerrates, Horst Sindermann, Präsident der Volkskammer, Horst Dolus, Kurt Hager, Günther Mittag, Joachim Herrmann, Armeegeneral Heinz Hoffmann, Armeegeneral Erich Mielke, Konrad Naumann und Werner Felfe aufmerksam verfolgt. Jagdbomber führen Schläge gegen Objekte in der Tiefe des gegnerischen Raums. An der Feuervorbereitung beteiligen sich Einheiten des Garderegiments. Vom präzisen Zusammenwirken der Waffengattungen können sich Erich Honecker und die weiteren Gäste überzeugen. Mit gestreckten Ladungen werden Gassen in die Minensperren gesprengt. Dieser Truppenteil, der seit 1941 den Gardetitel trägt, hat an den Schlachten von Moskau und Stalingrad sowie am Sturm auf Berlin im Großen Vaterländischen Krieg teilgenommen. Die Aufmerksamkeit der Gäste wird dann auf den Stellungswechsel der Artillerieeinheiten gelenkt. Die selbstfahrenden Haubitzen beziehen neue Feuerstellungen für die folgenden Übungshandlungen. Unsere Zusammenkunft steht noch ganz unter dem Eindruck des Freundschaftsbesuches der Partei- und Staatsdelegation der Deutschen Demokratischen Republik in ihrem Heimatland. Seine Ergebnisse leiten eine neue Etappe zur Festigung des unzerstörbaren Bruderbundes zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ein. Ganz besonders möchte ich hervorheben, die Gespräche mit dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Lothar Juri Antropow, die in einer herzlichen, brüderlichen Atmosphäre stattfanden. Die waren geprägt von der völligen Übereinstimmung der Standpunkte in allen erörterten Fragen und dokumentierten den festen Willen, alles zu tun, für die Lösung der wichtigsten Aufgabe der Gegenwart, die Sicherung des Friedens. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um die Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen Gemeinschaft und das Bündnis der im Warschauer Vertrag vereinten Bruderstaaten unablässig zu festigen. Bei einem anschließenden freundschaftlichen Empfang zu Ehren von Erich Honecker ergreift Armeegeneral Saizew das Wort. Weit von ihrer Heimat entfernt, sagt er, spürten die Angehörigen der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland die ständige Fürsorge und Aufmerksamkeit der Partei, Staats- und militärischen Führung der Deutschen Demokratischen Republik, die persönliche Unterstützung von Genossen Erich Honecker. Um die Unverbrüchlichkeit unserer Freundschaft brauche sich niemand Sorge zu machen. Sie sei von der Geschichte erprobt, betont Armeegeneral Saizew. Aus dieser festen Freundschaft schöpfe der Kampfbund unserer Bruderarmeen seine Stärke. Die enge Waffenbrüderschaft der Soldaten der GSSD und der NVA, ihr ständig stärkeres Zusammenwirken, gute Kenntnisse des Militärwesens und hohe Kampfmoral seien ein sicherer Schild des Friedens und der revolutionären Errungenschaften der Völker der sozialistischen Gemeinschaft an der Trennlinie zwischen den zwei unterschiedlichen Gesellschaftssystemen. Der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker, empfangen. Der Politiker überbringt beste Grüße des Präsidenten der Französischen Republik, François Mitterrand, die Erich Honecker dankend erwidert.
Erich Honecker und Claude Cheysson würdigen die dynamische Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen der DDR und Frankreich, die gerade heute angesichts der komplizierten internationalen Lage ein wichtiger Faktor der Stabilität, Kontinuität und Berechenbarkeit in Europa seien. Es wurde die beiderseitige Absicht bekräftigt, den Weg verlässlicher und gegenseitig vorteilhafter Zusammenarbeit fortzusetzen, den politischen Dialog und die Regierungs-